Überall. Sie könnten jederzeit überall auftauchen. Wir würden es nicht erfahren. Höchstens, wenn es schon zu spät war. Mit der Spitzhacke gruben wir uns durch Gold und Eisen. Doch was war all dieser Prunk? Was war all dieser Protz? Wird uns erst einer der verdammten Krieper erwischen. Sie hatten schon viele gute Männer getötet. Und es würden noch weitere sterben. Dazu verdammt, ein Leben der Ewigkeit zu führen. Dazu verdammt, weitere ihrer Art zu kreieren. Diese monströse Armee. Ich war nun schon viel zu lange auf dieser Insel. So langsam sah ich überall Gestalten und Kreaturen. Hinter jedem Busch, hinter jedem Schatten, hinter jedem Zweig. Ich war es leid, ständig Kohle abzuklopfen, Mineralien abzubauen, Werkzeuge herzustellen. Jeden Tag das Gleiche. Wofür das alles? Ich könnte mir ein schönes Leben aufbauen. Ein kleines Häuschen am Strand. Einen Kühlschrank gab es nicht, aber gefüllte Vorratskammern hätte ich haben können. Stattdessen sitze ich hier wieder meilenweit unter der Erde und weiß weder ein noch aus, noch was der nächste Schritt bringen wird. Es ist ein elendes Leben. Aber manchmal glaube ich fast, ich habe es mir selbst ausgesucht. Selbstbestrafung, Selbstverachtung, ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, wie ich auf diese verdammte Insel überhaupt gelandet bin. Eines Tages bin ich einfach aufgewacht. Nass, am Strand, mitten im Nirgendwo. Keine Papiere in der Tasche, keine Ahnung, wer ich bin. Oh, die Untoten. Ich war sie so leid. Ihr verzweifeltes Geröchel auf der Suche nach Fleisch. Und jedes Mal starben sie wieder und wieder. Dieselbe Niederlage. Und sie lernten nie dazu. Unfähig, ihr kleines, abgemagertes Gehirn zu benutzen. Ganz wie ein Let's Player. Ich suchte mir abermals meinen Weg durch dunkle Höhlen. Ein Krieper kam, ein Krieper kam, ein Krieper kam, ein Krieper kam. Und ich flüchtete mutig in die Sicherheit einer Wand. Nein, der alte Penner! Boah, ich dachte, der will jetzt hier die Wand explodieren lassen. Ich meine, da wäre er zwar auch weg, aber... Das ist doch nicht wahr, was hat denn der für einen Radius? Du alter Stinkemann. So. Nein. Kasperkopf schießen. Dich hau ich weg, du Scheißkrieper. Das kannst du mal wissen. Ja? Hallo, 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 hallo. Ich bin's, hallo, ich bin's. Krieper, ich bin's, hallo. Es hatte sich ausgezischt. Nicht mal Schwarzpulver hinterließ er mir. Begehrtes, seltenes Schwarzpulver. Oh, wie ich es brauchen würde. Ich wollte hier am liebsten alles in die Luft sprengen. Aber dazu musste ich jetzt diesen verdammten Kriebern aus den Rippen schneiden. Aus ihren verdammten grünen Rippen. Ich suchte weiter den Weg durch die Dunkelheit. Vielleicht würde ich noch ein paar finden. Vielleicht war dies auch mein letzter Tag auf dieser Insel und sie würden mich finden. Egal was es war. Für einen von uns würde es tödlich enden. Spinnen. Auch diese so verhasst von mir. Sie sprang einen an und ich stellte fest, dass ich doch ein Schwarzpulverchen gefunden habe. Ich sollte vielleicht meine Taschen kontrollieren. Ein weiterer Zombie irgendwo. Huch.
Ich versuchte, etwas in der Dunkelheit zu erkennen. Aber ich hörte sie nur röcheln und kreischen, den Zombie und die Spinne. Und würde mein Glück versuchen müssen. Es blieb mir doch nichts anderes übrig. Huah! Schon wieder ein Skelett. Ohne zu schreien wie ein Mädchen, warf ich mich ihm mutig entgegen und sah gleich seinen Kumpel in der Ferne ebenfalls herumhüppen. Sollte ich mir Schutz bauen? Ein Skelett. Aber noch ein Skelett würde es decken. Wir hatten ja ein kleines Problem. Ich würde es lösen müssen. Habe ich Erde dabei? Und wo war diese Spinne? Fragen über Fragen. Die Zeit drängte. Die Skelette würden ewig warten. Aber ich hatte keine Wahl. Von wo kam das denn? Also jetzt bist du aber unverschämt. So, Skelett, komm ran hier. Ich weiß, du bist in der Nähe. Und ist dort noch eines? Ich glaubte, eins zu sehen. Ich war mir nicht sicher. Ich musste mich nur nah genug an diesen Scheißkerl herangraben. Ich würde es schaffen. Strategie und Überleben hatte ich beides gelernt. So. Das war die erste Runde, du Bastard. Friss Stahl! Hallo? Irgendwer? Stahl fressen? Bitte? Er hatte noch keinen Schuss gelandet, keinen Treffer gelandet. Ich war 2-1 in Führung. War der Rücken frei? Jawohl. Er starb. Leise, lautlos, schnell. Doch irgendwo war noch einer seiner Kollegen. Und eine Spinne schrie. Auch sie konnte überall sein. Ich hüpfte wie ein wagemutiger Held auf und ab und checkte die Lage. Hallo? Hier läuft doch irgendwer gerade aufgeregt hin und her. Hallo? Hallo? Grüne, flauschige Füße. Ich wusste, was dies bedeuten würde und musste erstmal husten. Und da war ich wieder. Bereit, eine Dummheit zu begehen. Die ich hoffentlich niemals bereuen würde. Ich versuchte mir eine kleine Festung zu bauen. Ob mir dies gelingen würde, wusste ich nicht. Los, du kriepiger kleiner Bastard. Oder du ekelhafte, widerliche Spinne. Da hinten in der Dunkelheit sah ich noch mehr Monster sitzen. Und ich zögerte absichtlich einen Kampf hinaus, um womöglich die Spannung zu erhöhen. Oder auch zu langweilen. Ich war mir nicht ganz sicher. So. Ich sichere auf jeden Fall erstmal hier ab. Nein, keine Erde mehr. Gut, egal, dann muss ich das so machen. So hätten wir zumindest den Rücken frei. Wenn schon nicht bauchfrei, dann zumindest rückenfrei. Und jetzt mal gucken, was hier passiert. Monkey Island Musik im passendsten aller Augenblicke. Ich glaube, der Creeper ist in den Wasserfall gesprungen, ne? Und die Spinne... Ach Gott, die Spinne. Da oben. Boah.
Was für eine fiese Höhle ist denn das? Wie kriege ich die Spinne da jetzt weg? Ohne Bogen ist das schwierig. Und da jetzt in die Dunkelheit hochlaufen ist auch nicht die allerbeste Idee. Scheiße. Ah, viel Spaß, Freunde. Nein! Fuck you! Weg. Ach, scheiße. Boah. Alter, hab ich mich ja gerade verjagt. Du scheiß verkackte Mistspinne. Hohoho, ich hab gerade meine Maus vergewaltigt. Hohoho. Maus-Raping. Ja, war ja auch ein heldenhafter Kampf. Auf jeden Fall haben wir zum Glück kaum Energie verloren. Scheiße, ich brauche was zu fressen. Das ist ein bisschen störend unterirdisch, dass man hier nicht irgendwie an Nahrung kommt. Weil sonst könnte man viel länger hier unten ausharren, als wenn man sich da oben ständig was nachholen müsste. Ich hab's doch gerade gesehen, aber ich weiß nicht, was es war. Ich hoffe, es war der Zombie. Ja, Zombie, Mensch. Ja, ja, ist ja gut. Bei Zombies, das ist ja schon easy. Spinnen und Creeper, das sind so meine Steckenpferde. So. Hier sind wir jetzt über der Höhle, wo wir gerade waren. Und da holen wir uns natürlich erstmal das Gold raus. Das mache ich mal folgendermaßen, damit ich ja nicht wieder zurücklaufen muss. So. Pop. Und pop. Und pop. Und pop. Und die Framerate, die spielt gerade wieder ein bisschen rum. Ach, da hat sie sich zum Glück wieder gefangen. Und jetzt nur nicht zu unvorsichtig werden. Vor allem nicht mit der ein bisschen Energie, was wir da haben. Ay, caramba. Ja, Zombie. Die Musik ist zum Glück überhaupt nicht aufdringlich und nervig. Da bin ich total froh drum. Ach, leck mich doch am Arsch, du alter Skeletter. Scheiße, ey. Und wir laufen hier ohne Bogen rum und ohne Hoden rum und ohne Drogen rum. Das ist doch blöd. Oh. Oh. Ich habe gerade ein Skelett und einen Creeper sterben hören. Oder kämpfen hören. Das kann natürlich auch sein. Aber der Creeper dann natürlich explodiert. Aber wobei sind die gestorben? Ich hoffe, wir... Ich hoffe, das Skelett ist wirklich tot. Lava! Ach, dabei sind die wahrscheinlich gestorben. Ich hoffe, hier kommt nicht noch ein Skelett und schießt uns gleich runter, weil das wäre nämlich extrem uncool. Ach, Mensch. Du alter Glockenheini. Na! Nein, ich habe doch das Schwert ausgewählt. Boah, leck mich doch am Arsch. Das gibt's doch nicht, du blödes Mauscrollrad. Ich bin total unschuldig. Das war dieses unprofessionelle Mauscrollrad. Ich möchte mich jetzt in 1000 Ausreden flüchten, weil das total scheiße war und wir sind halb tot schon wieder. Aber da sind Diamanten. Wir sind halb tot, aber da sind Diamanten. Was wiegt schwerer? Diamanten. Noch mehr Diamanten. Und, oh, Diamanten, Diamanten. Und da waren wir schon. Jetzt nur nicht sterben. Da hinten leuchtet irgendwas. Ich baue mir erstmal ein paar Fackeln hier. Da hinten leuchtet irgendwas und ich würde gerne rausfinden, was es ist. Ach, scheiße. Nichts zu fressen am Start. Oh, warte mal. Kann ich nicht den Pilz einfach mal reinfressen? Ich meine, das ist doch jetzt auch egal. Ob der jetzt schmeckt oder nicht. Nee, aber damit kann ich die Wand kaputt schlagen. Super. Ja, Pilze kann man nicht fressen. Also keine LSD-Trips heute. Also keine Mushroom-Trips. Entschuldigung.
Ich war gerade kurz unabsichtig abgelenkt. Es sieht hier aus, als wären wir hier schon gewesen. Oh. Das sieht auch Herr Skelettmann so, der sich da hinten bei unserer Fackel rumtreibt, der alte Pimmelmann. Der alte Knochenmann. Das ist ein altes gallisches Wort für Knochen. Ja. Darum sagt man auch, du hast aber einen hervorragend langen Knochen. Das ist ein Kompliment an die gesunde Strukturierung des Körpers. So, und jetzt... Hier kommt mir das doch alles so ein bisschen bekannt vor. Aber wieso läuft da hinten ein Skelett rum? Etwa weil wir den Abschnitt da nicht ausgeleuchtet haben. Hier war gerade das Gold abgebaut. Hallo? Geht's hier oben noch irgendwo? Da oben geht's noch weiter, also muss man auch damit rechnen, dass da oben Viecher rauskommen, was natürlich immer gut ist. Abgesehen natürlich davon, dass auch da Viecher kommen können. Ach, scheiße. Ich will die Diamanten und dann will ich mich verpissen. So sieht's doch nicht aus. Ich bin die schwarze Witwe. Bolte. Die immer konnte, niemals wollte. So. Eisen her. Eisen nehme ich natürlich auch sehr gerne mit. Da mache ich ja gar keine Gefangenen. So. Und Kohle könnte ich eigentlich trotzdem mal mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Jetzt erstmal hier oben gucken, ob da... Ach doch, das ist ja hier. Hier ist ja jetzt... Ich wollte gerade sagen, hier ist ja alles safe, aber das kannst du ja auch gerade mal knicken, dass hier alles safe ist. Minecraft, ey, das gibt's doch gar nicht. Du kleine... Ich sag das Wort jetzt mal nicht. Auf jeden Fall wisst ihr, was gemeint ist. Oh, eine Treppe, oh, eine Treppe, oh, eine Treppe, aua. Ja, Gold haben wir hier auch wieder. Das ist ja wunderbar. Da können wir uns ja später wieder eine Uhr craften. Oder, keine Ahnung, ein paar hübsche Ohrringe und ein rosa Kleid. Ein rosa Ballkleid können wir uns ja auch craften. So, die Spitzhacke hält noch ein bisschen. Dann nehme ich hier noch ein bisschen Kohle mit. Nicht alles, aber so ein bisschen was. Das da und das da und das kann ich auch mal wegkloppen. So, jetzt ist die Frage, war das Skelett verbunden, also nicht das Skelett, sondern war der Gang, wo das Skelett war, verbunden mit diesem Gang hier? War das der hier? Weil, dann möchte ich zur Vorsicht gemahnen. Und da drüben müssen wir auf jeden Fall noch hin. Ich traue mich schon gar nicht, die Diamanten mitzunehmen, aus Angst, dass, Aus genau der Angst. Nein, jetzt schlag doch. Na, endlich. Mann. Hängt er da die ganze Zeit rum und macht nichts. Komm, wir nehmen den Diamanten mal mit und fahren hier mal ein bisschen Risiko. Während mir hier so ein Zombie ins Ohr stöhnt. Ach, Mensch. Okay. Das war also unser jetziges Leben und das waren auch die jetzigen Sachen. Ich denke mal, ich werde jetzt respawnen. Wir haben ja noch Diamanten in der Kiste gelassen zum Glück. Wir haben ja nicht alles verbraten, aber ich werde die Aufnahme an dieser Stelle einfach mal beenden. Ja, und dann sehen wir uns einfach gleich wieder bei der nächsten Aufnahme und mal gucken, ob wir dann gleich wieder in die Höhle gehen oder vielleicht doch erstmal was anderes machen und die Höhle uns für später... Oh. Und die Höhle uns dann einfach für später vormerken, nachdem der Zombie uns so elegant mit einem fetten Kinnhaken in die Lava geboxt hat. Muss ja auch mal sein. Auf jeden Fall, es bleibt spannend. Bis gleich.